Ich war ratlos. Was sollte ich an einem solchen Ort? Ich, eine bewegte Leipziger Stadtpflanze, eine quirlige Wahlberlinerin, eine betriebsame Moskau-Erforscherin. In der Stille. Mit alten Menschen, ohne was los drumherum. Ich hatte Angst. Не возьмешь моего румянца. Dies sollte ein Buch werden über ein Rudel von 10 russischen Hunden. Ein Buch über 86 russische Bauern. Abgeschnitten vom Rest der Welt und welche Formen sie fanden, um dort gemeinsam zu überleben. Was mache ich hier nur, frage ich mich immer wieder. Bis zu dem Augenblick, in dem der Bauer vor dem Haus stehen bleibt, das ich zuvor ausgewählt hatte. Ich berühre zum ersten Mal Vanyas dichtes Fell. Ich habe volles Vertrauen zu dem Tier. Nichts ist beglückender, als zu vertrauen. Ich konnte nicht ahnen, dass die Wege, auf denen weitere Hunde zu mir kommen, noch überraschender sind als ein Wurf Welpen. Die Jahre sind vergangen. Die Neubeginne des Frühlings veränderten mich. Die Wärme der Sommer füllten mich mit neuem Leben.